Moin Leute, ich habe gehört, Schwitzen ist gesund. Deshalb habe ich mal geguckt im Schrank, wie viele T-Shirts ich finden kann, die ich jetzt übereinander anziehen kann. Ja, das sind jetzt um die 20? Ich weiß es nicht, ihr könnt da mitzählen. Eins habe ich jetzt schon an hier, ja. Ganz normales New York Yankees T-Shirt ist ein bisschen locker, ein bisschen fluffig. Ja, eigentlich für Sommer ganz gut gedacht. Und jetzt geht es erstmal los mit dem zweiten T-Shirt, ja. Das zweite T-Shirt von hier. Meine Abschlussfahrt 2010 ist schon lange her. War nach Italien, ja. So, machen wir mal. Aber das ist ein bisschen klein geworden, ich bin ein bisschen gewachsen. Okay, Nummer 2. Oh, jetzt kommt Nummer 3, das ist eins meiner Lieblings-T-Shirts. Retro Drivers mit dem Golf 2 drauf, weil ich ja jetzt 2 Jahre lang einen Golf 2 hatte. Oh, Alter, wie soll ich denn 20 T-Shirts anziehen? Das wird ein bisschen eng. Oh, yeah. So, Nummer 3. Ich fühle mich gerade wie so ein übelst breites Vieh, weil also extrem spannend, ey. Also kommen mal ein bisschen Farbvariation rein, und zwar ein grünes T-Shirt. Ich glaube, Jack and Jones war das. Oder ist es? Boah, das zieht ganz schön. Ich glaube, die leiern noch ganz schön aus jetzt mittlerweile. Oh, Jungs! Langsam wird es ganz schön dick. Ich glaube, ihr könnt jetzt auch eine Kugel einfach abfangen. Wenn ich immer anschießen würde draußen, Alter, die würde einfach abprallen oder stecken bleiben. Ich fühle mich gerade richtig breit. Ich habe mich nie so breit gefühlt. Tada! Unten ohne natürlich. Alter! Hallo, mein Name ist Tim. Oh Gott, Alter, scheiße. Jetzt kommt hier Abifahrt, oder? Ja, Abifahrt 2012. Das T-Shirt ist ein bisschen breiter. Oh, ich hab voll den Buckel jetzt schon. Oh, komm schon. Hulk! Es wird breit. Oh, jetzt wird's eng. Das ist eins meiner kleinsten T-Shirts und es kommt natürlich erst jetzt zum Schluss, was sehr gut ist. Es wird schwer, das anzuziehen, glaube ich. Das habe ich mir 2007 in New York gekauft. Und da war ich ungefähr halb so groß, wie ich jetzt bin. Ha! NYC! Up in the building! Das nächste T-Shirt, auch eins aus New York. Ein Yankees. Oh. Mit Poco Domäne, dem Superwohnmarkt. Hab ja eine Zeit lang bei Poco Domäne gearbeitet. Ah. Okay, Jungs. Ah. Ah. Das ist kurz vorm Reißen, ich bin der Übelste. Brauchen Sie Hilfe? Soll ich Ihren Kühlschrank nach oben tragen, ganz alleine? Brust, Rückenumfang! Kack, Alter, ich sehe aus wie so ein Weihnachtsmann. Ist auch ein bisschen eingeschränkt, so von der Mobilität her. So ein bisschen grün, weil wir haben ja Sommer, ne? Bist auch ein bisschen freundliche, warme Farben. Deswegen auch hier schönes, sommerliches. Oh, fuck. Ah. Die sind noch kurz vorm Reißen, Alter, ich bin so fett. Also ich trainiere jetzt schon so ungefähr 50 Jahre. New York. Yankees. Woo. Und das letzte T-Shirt zum Schluss. Das habe ich in London gekauft. Okay, das reicht jetzt, mir egal. Ich hab's geschafft. Ich hab alle T-Shirts an. Warte mal, mach mal eine andere Kameraperspektive jetzt hier.
You wanna rumble with me, you? You got a problem? Ey, Quint. Ich sehe damit echt ziemlich stylisch aus. Ich glaube, ich gehe auch so jetzt einfach mal zu Rewe rüber, kaufe mal ein bisschen ein. Oh, Alter. Das ist so warm, Jungs. Ich muss Schluss machen. Oh, ich bin der übelste Eishockeyspieler oder Footballspieler. Oh. Stiernacken Tevis. Und stellt euch jetzt mal vor, ich würde wirklich trainieren gehen und wäre von Haus aus schon breit. Und dennoch, die ganzen T-Shirts, Alter, die werden gerissen. So, hier, so, siehst du, alles schick. Letzte T-Shirt.